Diesen Ankick widmen Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg. Jederzeit für Sie am Ball. Gezielte Verkaufsberatung, persönliche Betreuung, Rundum-Service vom Kauf bis zur Inbetriebnahme. Ihre Qualitätsprodukte von den Stadtwerken Kapfenberg zu konkurrenzfähigen Preisen. 100% Beratung und Service. Stadtwerke Kapfenberg. Steirische Fußball-Landesliga, 12. Spielrunde und wir sind für Sie beim Schlagerspiel LBS Kindberg gegen KSV Superfund Amateure mit dabei. Und dieses Match, das bringt ja sehr viel Brisanz, denn die Kapfenberger haben hier nach Kindberg 6 Spieler im Sommer abgegeben und diese Kicker werden sich natürlich hier in Kindberg besonders hineinhängen. 350 Fans kamen ins Stadion Kindberg-Dörfel zum Landesliga-Derby LBS Kindberg gegen KSV Superfund Amateure. Und zum ersten Mal in der Geschichte treffen die Teams im Ligabewerb aufeinander. Nicht weniger als 8 Kindberg-Kaderspieler trugen schon einmal das KSV-Trikot. Das gibt fürs Match natürlich einen gewissen Anreiz. Peter Bichler von der BROGE Gewerkschaft sponserte den Matchball. Und die Gäste in Rot-Weiß spielend haben Anstoß. Beide Teams tasten sie vorerst einmal ab. In der 5. Spielminute gibt's KSV-Freistoß, Distanz ca. 25 Meter. Lukas Stadler tritt an und der Ball ist im Netz. 1:0 für die KSV-Amateure in der 5. Spielminute. Der Ball wurde ein bisschen abgefälscht, ein glücklicher Treffer. Kindberg nicht geschockt über Deutscher. Guter Ball zur Mitte in den KSV-Strafraum. Doch Patrick Köstner im Gästetor ist da auf den Posten. Für dieses Vergehen an Markus Deutscher gibt's für den KSV-Spieler Wendler Gelb. Freistoß Kindberg von halb links, doch Köstner hat da wieder kein Problem. Die Aufhängertruppe versucht's, guter Pass in die Tiefe, aber die Kapfenberger retten in letzter Sekunde in den Corner. Die Kindberger mit der Leistung noch nicht ganz zufrieden heute. Die KSVler mit schönem Angriff über rechts, Stadler kommt da gleich zweimal in Folge zu einem Sitzer, scheitert aber an Kautschitz. Mit dem heutigen Treffer hat Lukas Stadler schon 9 Treffer am Konto, aber solche Chancen soll man verwerten. Nach diesem Fall an Christoph Trippel gibt's Kindberg-Freistoß aus ca. 20 Meter. Sekic versucht, scheitert aber an Köstner. Kindberg will vor der Pause noch den Ausgleich, versucht's da mit schönem Angriff über Deutscher. Deutscher mit Pass auf Trippel. Trippel geht da mit Gegenspieler Wendler zu Boden. Beide müssen verarztet werden. Den letzten Angriff vor der Pause starten die Gäste. Da hat man gut kombiniert, aber dann dieser dumme Ballverlust. Und das war die erste Hälfte. Mit dem 1:0 für die Kapfenberger geht's in die Pause. Am Kindberger Sportplatz, da haben wir einen ganz prominenten Sportredakteur getroffen, den Gustl Damberger. Gustl, du warst ja wirklich sehr lange in der Branche. Ich glaube, das sind ja fast 60 Jahre. Ja, ich habe als junger Angestellter der Voestalpine, damals Alpine Montangesellschaft, als Schriftführer beim Sportverein begonnen und habe dann nebenbei die Sportberichte gemacht aus Kindberg. Und das ist seither 60 Jahre her. Und du bist noch immer dabei? Ich bin noch immer sportbegeistert und lebe noch immer mit den Fußballern und mit den anderen Sportlern. Und bin natürlich immer, freue mich über die Erfolge und wenn es wirklich noch immer große Idealisten gibt, die sich heute um den Sport bemühen. Ich bewundere alle und gratuliere denen, die sich um die Jugend heute so einsetzen. Ja, und vor kurzem, vor 2 Monaten, hast du deinen 80er in aller Frische gefeiert und da gratulieren wir natürlich recht herzlich. Ich danke und ich hoffe, es dauert noch lange, diese Sportbegeisterung. Ja, und du hast so gute Arbeit geleistet und ein kleines Präsent von uns, von Neymar TV. Wir dürfen dir 2 Thermenkarten der Therme Aqualux überreichen. Ich danke. Auf zur 2. Spielhälfte. Bei Kindberg kommt für Michi Wolf die Nummer 11 Peter Melek, der slowakische Legionär, ins Spiel. Und der soll das Ruder herumreißen.
Die Heimischen blasen zum Angriff, aber die KSV-Festung hält. Bisher starke Abwehrleistung der Rußtruppe. Nun die Gäste. Da wird Michi Gregoritsch, der jüngste Bundesliga-Kicker, angespielt. Der Michi setzt sich da gut durch, aber dann spielt er sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Die Kindberger können bereinigen. Eckball Kapfenberg. Da ist Stadler ganz alleine, wird auch angespielt. Und bei diesem tollen Schuss hat nicht viel gefehlt. Die Heimischen setzen da den sympathischen pfeilschnellen Trippel ein. Trippel mit Schussversuch. Köstner hält aber sicher. Das Match jetzt abwechslungsreich. Wieder die Gäste über die rechte Seite. Der Ball kommt zu Thomas Hirschhofer und der drückt ein. Neuer Spielstand 2:0 Kapfenberg durch diesen Treffer in der 58. Spielminute. Hirschhofer wurde erst in der 57. Minute ins Spiel genommen und trifft gleich mit der ersten Ballberührung. Gratulation. Da gibt's für Sekic eine gute Schussposition am Elfer. Sekic probiert's Volley, aber trifft dann nicht richtig. Schade. Peter Melek geht's da bei diesem Schussversuch auch nicht besser und die Zeit, die rennt den Kindbergern davon. Kindbergs Elf kämpferisch brav setzt da Markus Stockreiter ein und Stockreiter trifft in Minute 77 zum 1:2. Geht da noch was? Da lassen die Gäste die Klasse aufblitzen. Schön gespielt von Armin Masovic dieser Pass und gute Rettungsaktion der Auffingertruppe. Eine tolle Möglichkeit gibt's da noch für den Kapfenberger Philipp Fuchs. Diese Möglichkeit bringt aber nichts mehr und das war's auch schon. Die Kapfenberger Amateure schlagen im Auswärtsmatch Kindberg mit 2:1 und bewahren die Chance auf den Herbstmeistertitel. Ja, Andreas Hausberger, heute hat man sich so viel vorgenommen im Derby gegen Kapfenberg, aber 1:2 verloren. Warum? Ja, die Kapfenberger waren einfach aggressiver, haben die besseren Chancen gehabt, genützt. Und ja, deshalb haben sie verdient gewonnen. Ja, Kurt Ruß, gratuliere zum Sieg. Was war heute der Schlüssel zum Erfolg? Ja, heute haben wir vielleicht ein bisschen weniger Fehler gemacht wie die. Und ja, wir haben den Abschluss auch schlecht. Wir haben zwar nicht gut gespielt, auch Kimberg hat nicht gut gespielt. Die haben halt probiert und wir haben eigentlich 5-6 sehr gute Konter gehabt, wo wir kein Tor gemacht haben. Aber wir waren halt auch unsicher und das hat mich halt ein bisschen gestört. Es waren nicht so wenig Leute da, so 350 Zuseher. Ich glaube, das hat auch einmal gut getan, die Jungen vor vielen Zusehern zu spielen. Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber für uns sind die Zuschauer egal. Ich muss sagen, ich möchte schauen, dass wir einen guten Fußball spielen. Das haben wir heute nicht gemacht, aber wir haben wieder 2:1 gewonnen und das ist das Wichtigste. Schaut's dir, der Bontigammer, dann helfen wir ihm. Ich und du und alle hier, trinken wir immer gerne ein Bier. Miteinander lustig sind wir und unser Bontigammer. Lustig sind wir und unser Bontigammer. Die Firma Juri mit Sitz in Nickelsdorf bei Leoben ist ein Unternehmen, das speziell in der Industriereinigung tätig ist. Von den Supersauger besitzen wir 8 Stück. Und mit der können wir fast jedes Medium saugen. Auch für die Kanalreinigung und Grubendienst kommen Spezialfahrzeuge zum Einsatz. Mit diesem Fahrzeug wird ein sicheres Arbeiten in großer Höhe möglich. Die Firma Juri ist für ihre Kunden 24 Stunden und 365 Tage im Jahr erreichbar. Bei Toyota Scheikelmürzhofen und Bruckmur steht ein neuer Toyota für Sie zur Probefahrt bereit. Urban Cruiser. Die Nachfrage nach kompakten Autos mit einem geringen Kraftstoffverbrauch, die sich auf kurvigen Passstraßen ebenso zu Hause fühlen wie in der Innenstadt, wächst. Urban Cruiser von Toyota. Jetzt Probefahren bei Autohaus Scheikelmürzhofen und Bruckmur. Diesen Ankick widmeten Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg. Jederzeit für Sie am Ball.